6 Pits konnte Khan ausschließen. Okay, das ist heftig. Na, schon gut, das oder? Hey Leute, ich bin's, der Claudio. Und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute habe ich den einzig wahren und tanzenden... Ja! Er ist wieder da! Oh, ich freue mich, heute mit dir in Dummy spielen zu dürfen. Ja, danke, danke. Und wir haben heute ein Spiel von... werde. Nee, nicht wirklich. Also der Verlierer muss ein Pet abgeben, ja? Ja, also, ja, ich werde gescampt, ja. Aber du darfst dir das aussuchen. Und ich habe mir heute den Khan ausgesucht, weil ich habe schon gegen Katja und gegen DK gewonnen. Und ich dachte, ich brauche jetzt einen richtigen, würdigen und... Was ja, mit Danja? Ja, Danja hat ja momentan viel zu tun. Ich werde sie noch fragen. Boah, hat die viel zu tun. Die chillt wahrscheinlich wieder zu Hause. Nein, die ist doch gerade am Umziehen. So, die muss jetzt... Ja, ist okay. So, worum geht's? Also, wie spielen wir? Genau. Es ist, wer ist es? Und wir stellen einfach 20 Pets jetzt hier auf. Heute nur 20, weil Khan konnte nicht mehr hinstellen. Ja, das heißt, heute nur 20. Und du, also wir stummen uns gleich und du entscheidest dich dann für einen Pet. Mhm. Und das sagst du auch in der Aufnahme. Ja. Das wird am Ende des Videos geschnitten. Ja. Und genau, dann fangen wir an. Wir müssen. Wie läuft das? Sobald einer Nein sagt, wechselt das sozusagen, oder? Das wechselt generell nach jeder Frage. Das ist ja nicht, das ist, wer ist es? Das ist ja nicht wie bei wer bin ich, sondern das ist, wer ist es? Das wechselt immer nach einer Frage. Okay, verstehe. Nach der dritten, du beginnst auch gleich, Khan. Nach der dritten Frage, Khan, darfst du auch dann schon raten. Also du musst Minimum 3 Fragen stellen. Okay, alles klar. Plus, noch 2 Kleinigkeiten, die habe ich eingestellt oder gesagt. Wir haben beide eine Fragen, also eine Farbenfrage. Das heißt, hat das Pet eine rote Farbe, haben wir beide nur einmal. Okay. Und jede Frage, die wir stellen, darf der andere nicht mehr benutzen. Das heißt, wenn du mich oder wenn du fragst... Außer die Frage nach der Farbe. Richtig, die dürfen wir beide einmal stellen. Okay. Aber wenn du zum Beispiel fragst, hat das Pet Flügeln, dann darf ich zum Beispiel nicht mehr fragen, kann das Pet fliegen? Du wirst der Erste sein, der raten darf, weil ich lasse mal die Gäste anfangen. Das heißt, drei Fragen stellen. Ist ja auch richtig so. Ist ja auch richtig so. Ja, ja. Okay. Ich muss mir kurz mal einen Überblick verschaffen. Mach das. Okay. Alles klar. Gut, dann würde ich gerne meine erste Frage stellen. Ja. Ich würde auch direkt eine Farbenfrage stellen als erstes. Ja. Hat das Pet rot sozusagen im Fell oder allgemein ist es mit rot auf jeden Fall? Oder hat es keine rote Farbe? Richtig, richtig gute Frage. Nein, hat es nicht. Okay. Kann ich jetzt schon so Pets eliminieren? Ja, sag mir welche, dann mach ich die raus. Einmal das hier vorne, dieses Pferd. Turnierpferd, kommt weg. Dann das Huhn oder was das hier ist. Kommt weg, ja. Der hat ja eigentlich auch rot hier oben. Der hier. Weg. Ja. Khan, und genau, noch eine Sache kurz. Falls ich gleich auch bei dir das Pet aus Versehen eliminiere, das heißt nicht spoilern, sondern einfach wegmache, wenn ich sage weg. Okay. Weg. Hier. Das hier. Ja, genau. Weg. Ja. Weg. Oh, das war eine gute Frage. Ich glaube, das war es an Rot, weil das ist ja Neon. Das würde ich jetzt mal nicht mit reinholen, weil das ist ja jede stark, Farbe. Stark. Ja, ich merke, ich hab einen guten Gegner ausgesucht. Oh, das ist stark. Okay, alles klar. Das wäre es von meiner Seite aus. Gehen wir jetzt zu mir. Ja, du kannst schon mal zu dir gehen. Okay. 2, 4, 6 Pets konnte Khan ausschließen. Okay, das ist heftig. Na, schon gut, das oder? Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Ah, sehr gut. Aber wer weiß, vielleicht heißt das noch nichts. Okay, du kannst dich zu mir teleportieren. Ey, ich bin zu dir teleportiert, jetzt bin ich hier im Boden, was ist das denn? Ja, sorry, ich bin gerade durch die Tür gegangen. Okay, Claudio. Okay, ich mache mir auch kurz einen Überblick. Ein Lavadrachen, boah, der ist richtig cool. Okay, paar Neon-Pets. Oh, intelligent gemacht. Sehr, sehr intelligent gemacht. Ich habe eigentlich eine gute Frage. Boah, doch, ich glaube, ich habe eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe, glaube ich, die bezieht sich auch auf die Farbenfrage. Ja. Hat das Pet Leuchtelemente im Fell oder halt beim Pet so? Also du meinst, ist es Neon? Nee, nicht Neon, also Leucht. Weil zum Beispiel der Lavadrache ist ja nicht Neon, aber der Leucht, aber der hat Leuchtelemente. Ist jetzt Neon ein Leuchtelement? Ja, auf jeden Fall. Okay. Nein, hat es nicht. Okay, da kann ich ausschließen. Da kann ich hier den Neon-Kitsune ausschließen, der richtig wertvoll ist, Khan. Ja, okay. Den Elch hier und toten Elch. Mhm. Was ist der? Mega-Neon? Ja, moin. Ja, der kann auch weg. Wo hast du die Pets her, Khan?
Tja, kannst du mal sehen. Dann hier vorne. Mhm. Der ist auch ein Neon, der kann weg. Der hier? Ja, der hat Leuchtelemente drin. Ja, aber der hat Leuchtelemente drin. Okay. Ja. Genau. Dann hier drüben der Reno leuchtet auch. Der hier leuchtet zwar auch, aber ich würde den noch drinnen lassen, weil ich, vielleicht hast du dich aber ein, zwei oder dich übersehen, deswegen lass den noch drinnen. Aber auf jeden Fall kommt der Lavadrache raus, der hat Leuchtelemente drinnen. Boah, okay, das war eine gute Frage. Ja, ich glaube, das, dann lasse ich das erstmal so. Ich weiß, der hier hat auch Leuchtelemente drinnen und der hier vorne eigentlich auch, aber ja, ich lasse das erstmal noch so. Okay, alles klar. Nicht schlecht, Claudio, nicht schlecht, Claudio. Ja, auch schon, du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pets hast du ausschließen können. Ist halt die Frage, ob die Frage so gut war, weil Leuchten kann halt Neon sein, kann aber auch sozusagen. Aber gut, du hast es ja schon mal rausgefunden. Ja, ja, stimmt, okay. Das ist dann nicht bist schlecht. Du dran. Okay, ich muss mir jetzt nochmal einen Überblick verschaffen bei dir. So. Ja, mach das. Also kannst du auch Zeit lassen, keine Eile. Oh ja. Ja, ich habe eine Frage. Hat das Pet Flügel? Ja. Okay, alles klar. Dann kann das Känguru hier oder was auch immer, das kann weg. Ja. Die Katze hat ja keine Flügel. Richtig, da gebe ich dir recht. Der Wolpertinger, der hat ja, das sind ja Flügel für mich, ja. Ja. Auch. Boah, jetzt. Merkst du jetzt, was kann? Boah, jetzt sind alle natürlich übergeblieben. Ist aber nicht schlimm, trotzdem konnte ich wieder zwei Pets eliminieren. Ist erstmal okay. Das ist für mich erstmal in Ordnung. Ich musste bei dir diese Strategie auffahren, weil du ein sehr, sehr krasser Schwitzer bist, deswegen. Okay. Ja? Ich glaube, du erkennst das Muster. Alles gut. Ich kann ja erst nach der dritten Frage darf ich raten, oder? Genau, darfst du raten, aber du darfst auch weitere Fragen dann stellen. Okay. Darf ich denn zusätzlich raten oder nur fragen oder raten? Nein, nein. Du darfst entweder nur fragen oder raten. Das ist ja, wer ist es? Ja, es ist okay. Genau. Ja, das muss ich ja nur klarstellen. Ja, alles gut. Ich weiß. Du kannst dich zu mir teleportieren. Ja. So, gut. Tendenziell würde ich die beiden da hinten erstmal ausschließen, diese zwei Drachen. Also den Capricorn und den Mitternachtsdrachen. Das mit den Flügeln darf ich jetzt zum Beispiel nicht mehr stellen. Das war eine sehr gute Frage von dir. Dann frage ich aber, ich habe schon meine Frage, glaube ich. Warte mal, lass mich überlegen. 1, 2, 3, 4. Das könnte gut werden. Das ist eine gute Frage. Das Pet, welches du ausgewählt hast. Ja. Hat es 4 Pfoten oder halt 4 Füße oder wie man es auch beschreiben würde? Fische sind da ausgezählt. Das heißt, Fische sagst du dann einfach nein. Oder wenn die keine haben, musst du auch nein also, sagen. Also ob die sozusagen unter sich so 4 Elemente haben, meinst du? Richtig. Ja, hat es. Oh, okay, das ist sehr gut. Das heißt, Delfin ist ausgeschlossen, weil der hat ja keine. Boah, okay, wobei, warte mal, die Stechmücke. Ja, die Stechmücke hat nur 2 weg. Der hat 4. Oh, das hier kann auch weg, der Fisch. Hier, das kann auch weg, das konnte ich auch eben schon ausschließen. Das hat 4, das hat 4. Oh. Das kann auch weg, hat auch nur 2. Das kann auch weg. Also ich sehe gerade nur 2. Oh, gut, weg. Okay. Okay, dann würde ich aber alle anderen noch lassen. Erstmal. Okay. Ich weiß hier, der Kaktusfreund hat auch 2 Arme, aber ich lasse es erstmal noch. Ja, okay, alles klar. Au. Oh. Aber ich bin ganz ehrlich zu dir, es sieht zwar wenig aus, aber ich könnte jetzt noch nicht raten. Ja, ist auch gar nicht so einfach. Es sind noch sehr verschiedene Pets da. Richtig. Genau, deswegen lohnt es bei mir gerade nicht zu raten. Ich muss doch warten. Wir kommen aber jetzt zu deiner letzten Frage, ne? Also, was heißt letzte Frage? Bevor letzte ich raten Frage und danach darf. Zu raten. Danach, genau. Aber kannst jetzt du? Noch nicht, sondern danach. Richtig, kannst aber zu mir kommen. Okay, alles klar. Oh ja, ich habe eine Frage. Ja. Hat das Pet einen Schnabel? Einen Nabel? Schnabel. Schnabel, weißt du, was ein Schnabel ist? Ja, ja, von Vögeln. Ja, genau. Ja, hat es. Hat es, okay. Dann kommt der Wolpertinger weg. Gute Frage, bin ich ehrlich. Hier die Fledermaus ist das. Ja, die muss auch weg. Ja. Ja. Hier der Schmetterling. Ja. Ich kann das hier nicht erkennen, aber ich weiß nicht, was das ist. Das auch weg. Ja, hat keinen Schnabel. Hat das für dich hier einen Schnabel? Das hat einen Schnabel tatsächlich. Ja, okay. Ja, das muss ich für mich nur kurz klarstellen. Ja. Du merkst es, oder, Kahn? Okay. Du merkst, was ich gemacht habe, oder? Ja, es sind halt sehr viel ähnliche jetzt da, ne?
Richtig, also das habe ich von gemacht. Von den Farben her und auch von, also Flügel, Schnabel, viel Grau und Weiß. Genau, genau. Okay. Alles klar, gut, ist in Ordnung, aber okay. Ich habe schon was im Kopf. Warte, ich gehe mal kurz ins Krankenhaus, ich hole uns mal kurz zwei Äpfel. Kannst du da mal zu dir gehen? Ich gehe schon mal zu mir nach Hause, kannst dich zu mir teleportieren. Ja, aber wie gefällt es dir denn jetzt bis jetzt schon? Ja, ist cool, gefällt mir. Also ich habe das ja so mit Wer bin ich in Brookhaven gemacht. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, so Wer bin ich haben wir ja vor ein, zwei Jahren schon so ein paar Mal gespielt. Genau. Ich glaube, ihr habt das sogar auch schon in Adopt Me gemacht, aber in Real Life, glaube ich halt. Ja, kann sein. Also finde ich cool. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Gefällt mir. Okay, dann bin ich jetzt dran. Schön. Boah, ich habe jetzt die Frage mit den Flügeln nicht mehr stellen. Das mit den Beinen ist weg. Farbe ist auch raus. Das ist jetzt schwierig. Das ist schwierig. Vor allem, was auch bei mir sich nicht lohnt zu fragen ist. Ach, das werde ich dir lieber nicht sagen. Dann kannst du das ja vielleicht gleich fragen. Mhm. Das macht keinen Sinn, die Frage. Das ist auch schade. Mann. Das ist blöd. Das, nee, die Frage brauche ich nicht stellen. Das macht keinen Sinn. Lass mich kurz überlegen. Ja. Oh, wobei, ich habe vielleicht eine Frage. Warte mal, lass mich kurz gucken. Ja, okay, hier sehe ich eins. Hier sehe ich eins. Ja, hier sehe ich auch eins. Da auch, hier nicht. Die beiden nicht. Und der hier vorne. Ich könnte drei ausschließen. Aber will ich es? Lass mich überlegen. Boah, ich hast es mir richtig schwierig gemacht. Ich dachte, meins wäre schon gemein, aber deins ist ja auch gut. Ja, gut. Hat das Pet einen Schweif? Hinten? Boah, du musst einmal so kurz Schweif raus. Quasi. Ich muss noch mal bei allen schauen. Ja, ich gehe raus und gucke die Wand dann. Also ich gucke wirklich nicht hin. Okay, alles klar. Dann kann ich dir darauf antworten? Ja, hat es. Okay, das heißt, ich kann dann drei Pets ausschließen. Und zwar den Frosch. Ja, okay. Dann den Drachen hier. Mhm. Und den Kaktusfreund. That's it. Okay, die kann ich ausschließen. Klar. Okay, gut. Sehr gut. Ja, sieht schon gut aus. Ja. So, ja, du darfst jetzt schon raten, wenn du möchtest. Du bist natürlich ein bisschen jetzt geübt, ne? Du hast natürlich schon zwei Runden gespielt. Das heißt, du hast ja schon ein paar Fragen gehört. Richtig, genau. Das ist das einzig Positive, aber du kannst zu mir kommen. Ich könnte, glaube ich, bei dir noch nicht raten, wenn ich ehrlich. Ja. Guck mal mit. Ist es ein Tier, was ich hauptsächlich eigentlich aus dem Dschungel kenne? So, ne? Amazonas oder so, also so Dschungeltier. Lass mich überlegen. Sonst google es. Ja, ich überlege. Aus dem Dschungel. Ja, also eigentlich findet man das hauptsächlich im Dschungel, sage ich jetzt mal. Und nicht, keine Ahnung, nur im Wald oder im Berggebiet oder sowas halt, weißt du? Dschungel. Das ist halt die Frage. Ich habe auch gegoogelt, aber hier steht nichts von Dschungel. Aber ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass es auch im Dschungel auffindbar ist. Deswegen wundere ich mich gerade. Regenwald ist jetzt kein Dschungel, oder? Doch, eigentlich schon so. Ja, genau, das meine ich halt. Deswegen, weil, okay, Regenwald ist auch ein Dschungel, ne? Okay. Ich glaube schon. Ja, dann schon. Dann schon. Okay. Dann würde ich eigentlich rein theoretisch die Krähe hier würde ich eliminieren. Ja. Hier vorne. Ja. Was ist das für ein Tier? Das ist ein Paradiesvogel, glaube ich, der okay. Hier. Okay, was ist das hier hinten? Boah, das ist irgend so ein Bartgeier. Warte, ich guck mal nach. Ich glaube, ja, warte. Bartgeier, genau. Bartgeier, ja. Ja, den lasse ich erstmal noch drin. Was? Okay. Was ist das hier vorne? Ein Maleo, glaube ich. Warte, ja, okay. Oh, das ist ein Maleo. Warte, ja, alles gut. Maleo. Ich würde es erstmal. Maleo? Ja, doch, das ist dasselbe, ne? Maleo. Ja, das ist Maleo. Ja, okay. Ich weiß jetzt, ich würde den mal jetzt auch so einordnen. Also, das sind jetzt alles nur noch so Vögel, die ich wahrscheinlich im Dschungel so sehe. Okay, alles klar. Gut, das wär's. Gute Frage. Dann gehen wir rüber zu dir. Ja, gute Frage. Aha. Ich muss sagen, du kommst den ganzen. Ich kann dir auch einen Spoiler geben: Das Pet ist noch drin. Also, du hast es nicht rausgewählt. Okay, gut. Ich werde dir jetzt keinen Spoiler geben, weil. Es ja, ist alles gut.
Ja, bei mir ist, ich muss auch sagen, bei mir ist es schon echt ehrenlos, weil du hast jetzt nur noch Vögel da, die alle im Dschungel vertreten sind oder im Regenwäldern und das schon. Und die sehen auch alle fast gleich aus. Richtig. Wenn ich jetzt das bei mir anschaue, die sind schon alle sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber das Problem ist, ich darf ja auch nicht mehr deine Fragen stellen. Das heißt, ja, du hast gute Fragen gestellt. Ja gut, aber das mit Dschungel, das wäre jetzt ja, war ja sehr speziell. Ja, aber ich darf jetzt zum Beispiel nicht mehr zu seinem Habitat Fragen stellen. Ich darf jetzt nicht fragen, ey, lebt er draußen oder so, darf ich auch nicht mehr fragen. Ah, okay, die verstehe. Frage ist jetzt raus. Okay, verstehe. Die Frage ist raus für mich. Deswegen war das clever. So, Schwei hat es auch. Warte mal. Okay. Nee. Ich wollte gerade fragen, ob es zwei Augen hat, aber da kann ich ja nur ein Pferd ausschließen, das war die Hydra. Aber. Ich glaube, ich habe eine Frage. Da musst du mir sagen, ob ich die Frage stellen darf. Und zwar würde ich fragen, weil es bezieht sich, glaube ich, auch aufs Aussehen ein bisschen. Hat es ein weiches Fell? Also hat es ein weiches Fell. Darf ich die Frage stellen oder eher nicht? Ja, wieso sollst du sie nicht fragen zum Beispiel, oder nicht stellen dürfen? Weiß ich nicht, weil ich frage dich halt. Also ich stell dir die Frage. Weil wir also ich habe das ja mit dem Schnabel gefragt, aber dann wäre genau. Für mich wär eher so, hey, du müsstest auch einen Schnabel haben. Okay, das heißt, das mit dem Fell darf ich fragen. Also hat es ein weiches Fell? Nein, hat es nicht. Hat es nicht. Oh, das ist sehr gut. Oh, das ist doch nicht so gut. Ich kann die Katze ausschließen. Oh, Claudio, ich kann die Katze ausschließen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ist für dich also Fell? Manikineko, ja, es ist halt. Es ist. Gibt's die Katze überhaupt? Weißt du was, lass ihn drinne. Okay. Aber du hast gesagt nein, ne? Mhm. Guck mal, der hier, also es gibt ja keinen Zombie-Wolf oder so. Der sieht mir aber nicht weich aus, aber ich lasse ihn trotzdem drin, weil außen hat er ja tatsächlich ein weiches Fell. Das, also okay, dann schließe ich im Kopf einfach aus. Der drüben, okay, du bist dran. Alles gut, ich weiß es ungefähr im Kopf. Okay, alles klar. Ich werde auch gleich, glaube ich, anfangen zu raten. Glaube ich. Weil ich schließe zwei Pets aus, du hast nur noch drei dann für mich. Kannst kommen? Ja. Dann nicht schwierig. Ah. Okay, echt so, schwierig. Wir sind jetzt bei dir. Ja. Okay, darf ich? Ich stelle mal die Frage und du sagst, ob ich sie, ja. Ob du sie beantworten kannst oder nicht. Hat das Pet eine eher rundliche Kopfform? Das rundliche, darfst du fragen, doch. Rundliche Kopfform. Das darfst du fragen. Also ist der Kopf rund oder eher zum Beispiel so, ne, langgezogen oder was weiß ich? Also ist das Pet, hat es einen eher runden Kopf? Ausgeschlossen sind jetzt zum Beispiel, also schließt du zum Beispiel jetzt, wenn wir hier drüben von dem reden, schließt du die Haare jetzt aus erstmal? Ja, Haare erstmal aus, sondern so wie ungefähr die Kopfform ist. Du siehst das ja mit dem Schnabel immer. Genau, beim Papagei ist ja, würdest du sagen, beim Papagei ist es eine runde Form? Ja, würde ich schon sagen. Ah, okay, da hätte ich zum Beispiel gesagt, nein, aber ich würde tendenziell sagen, ja, es hat eine runde Form. Wenn du mir sagst, welches Pet alles keine runde Form hat, kann ich dir sagen, ja oder nein einfach. Also für mich hat zum Beispiel der Maleo hat keine runde Form für mich. Für mich auch nicht, dann würde ich den ausschließen. So, genau. Der hier Tukan oder sowas das ist, hat für mich jetzt auch keine runde Form. Genau. Genau, und die anderen aber schon. Ich würde den Papagei noch ausschließen, bin ich ehrlich, aber wie du magst, weil das hat. Ja, der ist ja rund. Also für mich ist der rund ja? Eher. Okay, kann ich drin lassen. Wenn du sagst, du willst. Ja, gut. Ich lasse mich trotzdem erstmal nicht spoilern. Ist okay. Ist in Ordnung. Lassen wir so. Okay. Gut. Oh, Khan, du hast nur noch 4 Pets. Ja, du auch. Ja, nee, ich hab 5. Nee, du hast 4. Nee, ich hab 5 bei dir noch. Ach, bei mir meinst du, ja. Ach so, das meinst du, ja, sorry. Ich dachte, ja, genau. Das ist halt sehr, sehr Glück. So, ausschließen würde ich eigentlich die beiden hier vorne erstmal. Das heißt, zwischen Hydra, dem Turtle und der Glypto, da müsste ich mich entscheiden. Aber. Ah. Warte mal. Ich muss mal kurz was im Sammelalbum nachgucken kann. Und zwar, wo die Hydra herkommt. Weißt du das aus dem Kopf vielleicht? Nein, ne? Mythisches Egg? Okay, warte, und Glypto. Ach, ne, Glyptodon ist Fossil Egg. Ach, nein. Oh, warte, ich hab eine Frage. Das Problem ist, bei den Pets, die du hast, könnte ich darauf gar nicht mehr. Ich wüsste es gar nicht mehr. Nee. Hydra hat nichts Spitzes. Das könnte ich ja nicht fragen. Ich finde jetzt die Hydra hat nichts Spitzes. Hat das Pets. Also hat das irgendwas Spitzes an sich? Ja, hat es.
Okay, das heißt, das heißt hier, der Mannequin kann jetzt aber raus endlich. Okay. Hydra kann auch raus, das ist hinten nicht spitz, das ist weich. Das. Okay. Genau. Den würde ich erstmal noch drin lassen wegen den Knochen, weil die Knochen sind ja tendenziell auch spitz. Aber ich glaube, es wird einer von den Schildkröten. Das ist schon mal ganz gut. Ja, dann können wir aber rübergehen zu mir. Okay. Ja, das ist gut. Ich glaube, einer von den beiden Schildkröten ist es, aber ich weiß nicht, welches. Okay, du bist jetzt schon. Okay, also, es sind jetzt nur noch 3 Pets bei mir. Bei dir sind es jetzt 4 Pets. Ja. Das Problem ist, genau. Die sind schon. Kahn, du darfst auch schon zum Raten kommen. Ich glaube, ich würde dir sogar empfehlen, lieber zu raten, weil ich werde, glaube ich, gleich raten. Also, ich würde fragen, ist es hier, der hier, Bartgeier? Der Bartgeier? Ja. Nein. Okay, ist ja es gut, nicht. Dann kann der ja weg. Der kann weg, genau. Dann bist du dran. Eigentlich habe ich dir sogar einen Tipp gegeben, fällt mir gerade auf. Ja, aber ich hätte jetzt auch gesagt Papagei, aber ich weiß halt nicht, ob das zu auffällig ist, wie du das kommentiert hast. Aber wieso ein Papagei? Weiß ich nicht. Also. Ich weiß ja nicht, welches Tipp du mir gegeben hast. Du weißt ja nur, welches Pet es ist. Ich weiß ja nicht, wo genau ein Tipp ist, weißt du? Ja, egal, ich wiederhole es lieber nicht, weil ich will ja auch gewinnen. So, Glyptodon wäre, glaube ich, bei dir viel zu einfach. Also, was heißt viel zu einfach? Ich glaube nicht, dass du den Glyptodon ausgewählt hast. Ich glaube, du hast dich für diesen Turtle hier Du hast diesen Turtle hier gewählt. Ist das deine finale Entscheidung? Ja, das war eine finale Entscheidung. Und das ist richtig! Ja! Du hättest eigentlich. Also, was mir aufgefallen ist, wo ich danach einen Fehler gemacht habe. Ja. Hättest du genau geguckt und gefragt, ich glaube, dann hättest du es sehr, sehr schnell herausgefunden. Du hättest einfach nur fragen müssen, hat das Pet einen Panzer? Weil das waren die einzigen Pets, die Panzer hatten. Oh mein Gott, stimmt. Ich glaube, dann wärst du sehr, sehr schnell drauf gekommen. Ja, oh nein, das war nicht so gut. Oder zum Beispiel hat das Pet, hier so. Also, ich sehe das jetzt nicht als Fell, das ist ja eher so ein Bart. Ja, genau, da hast du recht. Ja, schön, du hast gewonnen. Welches Pet war es bei dir? So, wir gehen ja auch rüber zu mir. Kam, was mir aufgefallen ist, ich habe einfach ohne meine Lichter an, also ohne meine vorne Lichter aufgenommen. Aber ist nicht schlimm, man erkennt trotzdem mein Gesicht. Gut. Das ist dein Fehler, nicht meiner. Ja, das stimmt. Okay, Kahn, würdest du noch raten? Also, kannst du raten. Also, ich habe dir den Tipp gegeben, dass Papagei keinen rundlichen Kopf hat. Ja, okay, dann ist es nicht der Papagei, dann hätte ich jetzt gesagt, genau. Es ist der hier. Richtig, der Paradiesvogel ist es. Ja, okay. Ja. Ja, schade, Kahn. Ja, aber somit habe ich. Es war ja knapp, man muss ja sagen, es war knapp. Ja, auf jeden Fall. Also, es hat jetzt ein, zwei Runden Unterschied. Also, ich hätte jetzt wahrscheinlich, hätte ich Papagei gesagt. Ja gut, dann hättest du wahrscheinlich rausgeholt und dann erst hätte ich Paradiesvogel. Auf dem wäre ich jetzt ehrlich gesagt, der ist zu langweilig, in Anführungszeichen. Okay, Kahn, du kannst dir jetzt aussuchen, welches Pet du mir schenkst. Okay, alles klar. So, jetzt meine Kamera auch aus. Soll ich die nochmal anmachen, oder? Nee, lass die ruhig aus. Alles klar, okay. Dann kriegst du jetzt noch ein Pet meiner Wahl, okay, jetzt bin ich. Du schickst mir ein Trade an, das heißt, es ist vielleicht. Ach so, ja, ich weiß nicht. Ich schau mal. Okay, schau mal. Ich hätte dir sonst auch ein cooles Pet zurückgegeben, aber die Regeln sind ja, das ist ja. Ich weiß halt nicht, welche Pets du schon hast und welche nicht. Ja, ich meine, du hast ja viele Pets vom Update bekommen. Über die freue ich mich auch immer. Nicht. Was ich habe ist, musst du sagen, ja, ob du es. Deine erste Reaktion wird es entscheiden. Ja, ist cool. Nehme ich auf jeden Fall, weil davon habe ich nicht viele. Ja, doch, nehme ich hundertprozentig. Tausendprozentig. Ich habe davon nur 2. Alle 4 von nein, mir. nicht so viele. Doch. Aber dann gebe ich dir wenigstens. Nein, 1. Nein, kann ich habe schon von Danja eins bekommen. Du musst mir nur 3 geben. Okay, dann kriege ich. Du musst mir aber keins geben. Alles gut. Aber ich hab dann zu viele. Ja, aber ich will ja, dass du eins dann zu Neon machen kannst auch. Okay, danke, stimmt, da hast du recht, dankeschön. Oha! Und die sind Legendary. Legendary und dreimal, das heißt, ausgewachsen. Wir nächste Woche wieder. Ausgewachsen. Ja, das Problem ich weiß, deswegen. Ist, ich spiele halt Dortmund momentan nicht so oft und ich finde die Pets, das ist so ein bisschen schade, wenn die jetzt bei mir bleiben. Ja, danke, ey, ich habe den jetzt viermal, du weißt, was ich gleich machen werde. Danke, Kahn. Aber Freunde, das war's mit dem Video. Geht drüber auf Kahns Kanal, checkt seinen Kanal ab, denn dort findet ihr auch ab und zu noch Gaming, aber viel Real-Life. Er hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Leute. Danke, hat mich gefreut. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal, Freunde. Ciao.
Freunde. Ich mach's keinem richtig schwer, Freunde. Also normalerweise würde ich... Also ich sag euch ganz ehrlich, ihr müsst wissen, Freunde, Kahn ist bei sowas ein richtiger Schwitzer. Also nicht nur ein... Also nicht nur ein bisschen, sondern der ist richtig, richtig gut in solchen Spielen. Okay, so, ich habe mich jetzt schon gemutet, Leute. Ich habe wieder ein paar Pets bekommen von Adopt Me, obwohl ich kaum noch Adopt Me spiele. Aber hey, vielleicht bald, weiß ich ja nicht, oder ein paar Monaten wieder, so wer weiß. Okay, so. Ich muss mal kurz... Deshalb, wenn Claudio, kurze Frage noch. Die ich schwierig machen. Ja. Stelle ich trotzdem jetzt danach schon alle Pets auf bei mir? Ja. Bei dir? Ja. Ja, du stellst alle Pets jetzt auf. Genau, du stellst jetzt alle Pets auf und entscheidest dich dann für eins. Richtig. Okay. Gut. Also es darf kein zu... Also ich werde ein paar Legendary Pets auch hinpacken, aber es darf kein Legendary Pet sein. Wir packen jetzt erstmal das Pet hin, welches es sein wird. Okay, das wird jetzt richtig lustig. Ich muss richtig, richtig reinschwitzen, Freunde. Weil Kahn ist Oberschwitzer. Das heißt, es muss richtig reingeschützt werden. So, wir werden das ähnliche, wir werden die ähnliche Strategie wie bei DK machen. Und zwar Pets machen, die fliegen können und die eine dunkle Farbe haben, weil dadurch könnte ich es ganz schwer machen. Ich habe viele blaue Pets. Es wird die Fanghornschildkröte. Diese hier. Die wird es, okay? Die stellen wir mal dahin. Also, das Pet wird es dann sein, ne, weil ich werde jetzt viele blaue Pets auch aufstellen. So. Weil ich glaube, das könnte er vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Aber das wird richtig lustig, Freunde. Marienkäfer packen wir mal drauf. Ja, Freunde, man muss sich zu helfen wissen, ne? Man muss sich zu helfen wissen. Bartgeier. So. Okay, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen nach Farbe. Zum Beispiel hier Diamantmakrele. Das Capricorn. Der Flammenfuchs. Dann zum Beispiel die Eisblume. Gletscherkitsune. Es wird richtig unfair, ich weiß, aber ich muss ja irgendwie versuchen zu gewinnen. Der kommt auch noch mal rein. Boah, das ist schon richtig gemein, was ich hier mache. Aber, Freunde, wirklich, also ihr werdet es gleich sehen, Kahn ist in solchen Spielen richtig gut. Der ist in solchen Spielen richtig, richtig, richtig gut. Deswegen muss ich diese Schiene fahren, weil anders werde ich, glaube ich, gegen den nicht gewinnen, weil der ist richtig, richtig gut. Kaktusfreund. Ja, der Mitternachtsdrache. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, dann so ein Vulkan-Nashorn. Vielleicht noch so ein bisschen was Rotes. Ich guck mal. Ah, wir brauchen auf jeden Fall die Hydra. Deshalb mache ich das jetzt auch. Also, wir schauen mal, was Pets es noch gibt. Ich habe noch mehr Pets eigentlich zu kann. Könnte man auch hinpacken, ne? Also ich brauche noch viele Pets, die Farbe schwarz haben. Paradiesvogel ist auch. Boah, Paradiesvogel, eigentlich könnte ich den. Eigentlich könnte ich den heute auswählen, aber ich entscheide. Also ich gucke noch ein bisschen. Goldenes, zum Beispiel der hier. Mache ich mir so viel frei. Okay, vielleicht auch von hier, zum Beispiel der Zombie-Wolf. Eine Schmeißfliege. Glyptodon. Wo habe ich da meinen Drachen? Wo ist der Drache? Oder hier dieser Frosch. Ich brauche aber meinen Drachen. Wo ist der Drache? Hast du doch einen Drachen? Habe ich den schon wieder verloren? Okay, machen wir den Lava-Drachen hier. Eine Fledermaus kommt auf jeden Fall rein. Ah, der Maleo kommt auch dahin. Ich glaube, Kahn wird es gleich merken, was ich gemacht habe. Er wird es gleich merken und er wird gleich bestimmt lachen. So, welches Pet kann denn noch fliegen und hat eine dunkle Farbe? Ich glaube, ich mache jetzt mal Pets, um Kahn zu verwirren jetzt doch mal rein.
ich packe jetzt den Strauß noch rein. Ich mache jetzt mal Pets noch rein, um mich zu verwirren. Sprich, ich glaube, ich habe ja noch ein, zwei krasse Pets, wo die, von denen Karten nicht weiß, dass ich die habe. Ich glaube, die packe ich jetzt mal rein, um ihm einfach zu zeigen, so, oh, ich habe ja noch heftige Pets. Damit er vielleicht... Mach mal den Mecha-Mio in Mega-Neon rein. Und welches Pet machen wir noch ganz vorne? Vielleicht mein Känguru. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Und entscheiden tue ich mich tatsächlich für den Paradiesvogel, also diesen hier. Ihr seht hier, Freunde, für den entscheide ich mich. Okay. Okay, ich glaube... Ah, hier vorne ist noch was frei. Hier könnte ich meinen Drache... Wo ist denn mein Drache? Ach, da. So, okay, ich glaube... Ich habe jetzt alles, 20 Pets und dieses Pet wird es hier dann sein.